Seid gegrüßt und willkommen zur 8. Episode meiner City Skylines Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Da war die Feuerwehr aber schnell vor Ort. Und warum parken die Leute im Kreisverkehr? Oh, das war aber schnell. So, was mache ich jetzt hier wegen der... Was? Gebäude steht in Flammen? Was? 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 Noch eins? Nee, das war's ja eben. Was heißt das? Ah, dass es nicht abgerissen wird, okay. Oh, verdammt. Die Bibliothek brennt, Leute. Ich brauche halt mehr Wohngebiete, denke ich. Damit die ganzen anderen Gebäudegebiete gebaut werden. Das heißt, ich brauche auch mehr Straßen. Ja, wir brauchen halt Arbeitsplätze für die Leute. Die Arbeitsplätze brauchen Leute, so rum. Ernsthaft, vielleicht wieder hier verkackt mit den Straßen? Mann. Oh ne, das ist die große Straße. Die wollte ich ja groß lassen. Oh, da ist wieder so ein Mittelding frei. Aber hier doch auch nicht. Hm. Sorry, Leute. Hm. Wohngebiete. So. Dann kann das doch wieder weg. Also dieses Dingsbums hier. Wenn jetzt nicht alles zusammenbricht, dann passt es. Gut. Ich brauche mehr Bewohner. Eventuell sollte ich mal... War das hier mit dem Geld? Steuern, genau. Wie ändere ich die nochmal? Oh oh. Wohngebiete. Okay. Budget. Steuern. Ach, hier war das. Wir machen mal 9% nur. Wir wollen ja mehr Leute da haben in der Stadt. Was ist jetzt wieder? Wasser fehlt? Pressende Residenz. Was ist denn damit wieder? Hier ist auch wieder Leerstand, ne? Aber ihr baut fleißig neu. Okay. Hier hätte ich ja angefangen, die Straße zu bauen, genau. Machen wir mal hier weiter. Schöner Sonnenaufgang, okay. Gut, dann machen wir hier die größere Straße mal weiter. Wir haben ja wieder etwas Ressourcen. Oder ein paar. So, wie machen wir das denn hier zum Wasser vielleicht? Gut. Eventuell sollten wir hier auch eine größere Straße mal bauen. Aber ich kann ja wieder nicht hier drüber setzen. Von hier aus könnten wir aber mal so machen. Bleibt gerade. Ja, so. 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 Gut. Haben wir wieder etwas Raum erschlossen. Ich schau gerade mal. Kann ich hier vielleicht so schön? Ja. Oh ja, das ist gut. Vielleicht bauen sich hier Leute so ein Haus am Fluss. Könnte ja sein. Was war das hier mit... Hier war doch irgendwas wegen Wohnspezialisierung. Keine. Und hier? Selbstversorgende Gebäude. Das hatte ich ja da oben, genau.
Ich guck mal, hier habe ich... Aber das hier muss ich doch dann als... Moment mal, sehe ich dann hier vielleicht was? Nö. Wie kann ich das hier denn nutzen? Mann. Landschaftsbau? Das möchte ich ja, glaube ich, gar nicht. Nö. Ich versuche hier einfach mal Bergbau anzusiedeln. Vielleicht geht das ja. Gefälle zu steil. Okay. Ich schaue einfach mal, was ist hier passiert, wenn ich hier das hier so... Und da... Was hatte ich denn hier? Hatte ich hier was ausgewählt? Rosenholzregion. Hier hätte ich ja am liebsten das hier. Ach, das ist immer das Ausgewählte. Ernsthaft? Moment mal. Aber wovon ändere ich das denn jetzt, verdammt? Keine Ahnung. Muss ich vielleicht so da reinklicken? Was ist das denn hier? Achso, biologisch lokale Herstellung. Macht das was oder macht es nichts? Ich habe keine Ahnung. Was braucht ihr denn, Leute? Bevölkerung? Steigt die ja, oder? Auf jeden Fall sind sie glücklich. Mal schauen, für wie lange. Okay, wird auf jeden Fall gebaut. Sieht's hier aus? Hier ist nix. Oh, Moment, Wasser. Sollte ich eventuell auch verlegen. Oh, Industriegebiet wird wieder gefragt. Oder Gewerbegebiet eher gesagt. Oh, das habt ihr aber hier jetzt anders gemacht. Okay. Dann ändern wir das hier einfach. Das nicht, das nicht. Ihr habt immer noch Bedarf. Hier oben noch. Pling, pling. Oh, oh, die Glücklichkeit sinkt. Warum? Ah, nee, die Bevölkerung. Zufrieden sind sie noch. Ihr müsst hoch. Ah, okay, geht wieder hoch. Oh, das hier ist auch neu. Bio-Lebensmittel. Okay. Kaufen Sie neues Land? Nein! Ich will nicht. Oh, hier hat schon jemand was gebaut. Coleridge-Residenz. Ja, cool. Dicht besiedeltes Wohngebiet, also Hochhäuser. Oh, oh, nur noch 38 plus, okay. Da gucken wir mal, dass wir Industriegebiete für die Leute bauen. Gewerbegebiete. Und Wohngebiete natürlich wieder. Das hier ist Platzverschwendung ein bisschen. Hier mittendrin. Wird das hier gehen? Das geht. Ah, schade. Nicht so wie gedacht. Okay, Gewerbegebiet hier noch so ein Stück. Thank you.
vielleicht. Und dann noch das hier. Ja, so lasse ich das jetzt. Was mache ich denn hier mit? Okay, eine Straße kommt da rein. Tada. So Leute, kommt mal. Zieht ein und so. Ich brauche mehr von euch. Was ist denn hier wieder los? Ja, zum Glück regnet es ja. So, wie sieht es mit den Einnahmen aus? Wo kann ich denn sehen, wovon ich am meisten Einnahmen habe? Genau hier. 44% von Wohngebieten. 23% von Gewerbegebieten. 29% von Industrie. Okay. Industrie- und Bürogebiete. Okay. Ausgaben. Straßendienste. Bildung. Oh, Bildung. Eventuell sollte ich mal schauen, was es hier noch gibt. Oberschule. Moment mal, Grundschule. Oh, ich brauche mehr Grundschulen. Das ist wahrscheinlich auch noch ein Grund, warum nicht so viele Leute kommen. Da habe ich eine Grundschule, dann kommt hier vielleicht auch noch eine hin. Aber nicht dahin, das ist ein zu guter Platz. Hierhin vielleicht. Ah, nee, oder hierhin. Hier so. Genau. So. Sind ein paar Leute wieder glücklich. Genau, Verfügbarkeit ist wieder gegeben. Universität. Kommt jetzt hier rein. Bibliothek haben wir ja schon. Sehr gut. Das dürfte wahrscheinlich dann auch mehr Leute zu mir bringen. So, hier ist eine große Linie. Wo haben wir denn die Post? Die haben wir auch. Gut. Ja, hier kann ich nichts auswählen. So, Feuerwehr habe ich. Friedhof habe ich. Krankenhaus. Arztpraxis, genau. Arztpraxis, hallo? Ah, da oben. Und Feuerwehr habe ich da. Polizei habe ich da. Das habe ich so. Was ist hier? Einzigartige Gebäude. Achso, das hier wahrscheinlich. Genau. Öffentliche Bibliotheken. Hüpfburgpark. Okay, ich sehe ein, dass ich vielleicht einen Park bauen sollte. Oha, wie groß sind denn die? Was ist das hier für ein Park? Kleiner Spielplatz. Kleiner Park. Das wird die Leute hier auch positiv stimmen. Gefälle zu steilen. Oh, hier war doch gerade. So. Botanischer Garten. Hundepark. Die Leute haben ja sowas gerne, denke ich. Ach, hier wird es gehen. Okay. So. Was fehlt noch? So, Bildung habe ich jetzt, dafür habe ich gesorgt. Okay, ist natürlich nicht angeschlossen, weil hier keine Häuser sind, ne? Ja. Das war klar. Das dürfte das Problem aber lösen. Das müsst ihr selber machen, Leute, dass da Strom hinkommt. Oh oh. Habe ich jetzt übertrieben wieder? Oh, ich brauche noch ein Kraftwerk? Nicht euer Ernst. Och nö. Mann. Ich möchte nicht noch ein Kraftwerk bauen. Ich will so ein größeres haben. Oh, kann ich bald. Oh, es kostet aber auch mehr. Aber es würde... Wie viel macht denn das? 120 und das hier macht nur 40. Jo. Was wäre das hier? Wasserkraftwerk? 1600. Yay. Geschäftige Kleinstadt. Sehr schön. Einzigartige Gebäude, Tourismus, Ölindustrie, genau. Ölindustrie, okay. Verwandeln Sie die unterschiedlichen Ölvorkommen durch... Welche Ölvorkommen? Durch Industrie in beträchtlichen Wohlstand. Verursacht viel mehr Bodenverschmutzung, erfordert viel mehr Strom, erhöht Steuereinnahmen stark, erfülllicher Natur, Rohstoff, Öl, nicht erneuerbar. Kostenloser Nahverkehr... Was denn für Richtlinien? Oh oh. Aber 5000 Bewohner.
Okay. Ah, wir haben auch das Geld jetzt dazu bekommen. Gut. Na, das Ding muss auf jeden Fall her. Wo wird es die Leute denn am meisten freuen? Ach, hier oben habe ich ja noch Platz. Oh, das passt sogar rein. Es wird irgendwie sowieso eine Katastrophe geben, wenn das Ding hier in die Luft geht oder so. Okay, ich hoffe, dass mit dem Wasser... Okay, braucht ihr jetzt noch mehr? Ist die Kapazität zu gering? Von dem einen? Sieht so aus, ne? Ja, wir haben eine höhere Produktion. Das heißt, ich brauche noch so ein Ding. Zum Glück ist es recht günstig. Schön. Okay, Strom ist gelöst durch das neue Kraftwerk. Abwasser müssten gleich auch funktionieren. Du bist angeschlossen, ne? Ja, das geht. Genau, es verschwindet alles. Sehr gut. Das Ding haut Strom raus. Öl gespeichert für 7 Wochen. Oh oh. Aber du. Okay, ich hoffe, du bekommst neues Öl. Also automatisch geliefert. Wo habe ich denn hier... Wo sehe ich denn so Ölvorkommen? Hm. Eiswürfelfabrik. Mhm. Oh, ihr habt kein Wasser. Verdammt. Meldet euch doch früher. Oh, ich sehe es auch gerade den Bereich, den das hier abdeckt. Okay. So, plus 52 aber nur. Wieder ein Feuer. Es war ganz schön laut hier. ...87% voll. Das könnte auch ein Problem geben. Da war ja was. Recyclingzentrum 16.000. Ich weiß nicht, wie sinnvoll es ist, wenn ich es hier hinsetze. Nehmen das Kraftwerk vielleicht? Mache ich einfach mal. So. Was? Hallo? So. Mal gucken, wie das jetzt hier läuft. Wird der Müll der Stadt gebracht? Die Anlage verarbeitet diesen zu Rohmaterialien. Genau. Ich konnte ich doch auch... Genau, das hier will ich. Gebäude in andere Einrichtungen entleeren. Warum geht das nicht? Hm. Das hier kostet 240 die Woche. Warum geht das hier nicht weiter, Leute? Keine Nachfrage an irgendwas. Hier brauche ich wie viel für? 7500. Was kann ich denn machen, damit hier mehr Leute reinkommen? Okay, eventuell noch eine Buslinie bauen. Transport. Okay. Das ist Bus, ne? Genau. Eine neue Linie. Welches weiß hier nochmal meine Schule? Das hier, ne? Genau. Grundschule. Können sich ja ruhig kreuzen, oder? Ich will eigentlich nur die Leute hier verbinden. So ein bisschen. Dahin.
Tada! Gut, Leute sind glücklich. Das freut mich. Und alle Feuer scheinen gelöscht zu sein. Budgetfenster. Ach so, das ist dann generell das Fenster. Okay, ihr habt Müllreserven. 14 Wochen, also das heißt, es kommt Öl dazu. Ich glaube, ich baue noch eine zweite Recyclinganlage. Prozent voll. Vielleicht baue ich hier einen hin. Vielleicht wird das dann ja leerer. Eventuell. Keine Ahnung. Aber das werde ich dann in der nächsten Episode sehen, wie ich das mache. Wenn euch die heutige gefallen hat, können Sie gerne bewerten und einen Kommentar dazu hier lassen. Und um zu sehen, wie ich hier weiter dran rumbaue, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.